Ich denk ja nicht 24/7, weil ich dich seh und gleich weiß, was du machst, wo du bist, weil du's immer dabei schreibst. Du musst Zeitreisen kommen oder so ähnlich, denn du bist überall in meiner Timeline. Steh jeden Tag auf dein Profilbild, denn ich hab's mir eingerahmt und hör mir deine Sprachmemos sicher nicht nur einmal an. Guck alle deine Stories, weil ich sie gespeichert hab. Ey, weißt du was? Ich denk gar nicht 24/7, weil ich dich seh und gleich weiß, was du machst, wo du bist, weil du's immer dabei schreibst. Du musst Zeitreisen können oder so ähnlich, denn du bist überall in meiner Timeline. Das ist die Entromantisierung der sogenannten alten Schule. Das echte Leben und die wahre Liebe, alles Lüge. Früher war es schlechter, weil's uns früher noch nicht gab. Und jetzt frag ich mich, ob du auch da sitzt, mit deinen Freunden sprichst und sagst: Ich denk gar nicht 24/7, weil ich dich seh und gleich weiß, was du machst, wo du bist, weil du's immer dabei schreibst. Du musst Zeitreisen können oder so ähnlich, denn du bist überall in meiner Timeline. 24/7, weil ich dich seh, obwohl ich dich gar nicht kenn. Wir haben nur hin und her geschrieben über Gott und diese Welt. Wenn ich ans Handy geh und ich seh, dass du auch grad schreiben wolltest, und du dann ohne Schäme aus Verlegenheit einfach weiter scrollst. Wir können uns weiter quälen oder sehen, dass wir beide das Gleiche wollen. Also schenk mir ein Hey, schenk mir ein Hey, schenk mir ein Hey, schenk mir ein Hey, du. Doppelpunkt, Klammer zu. Ich denk gar nicht 24/7, weil ich dich seh und gleich weiß, was du machst, wo du bist, weil du's immer dabei schreibst. Du musst Zeitreisen tun oder so ähnlich, denn du bist überall in meiner Timeline. 24/7, weil ich dich seh, obwohl ich dich gar nicht kenn.